Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute beschäftigt uns das Thema Kriegstreiber in Aktion. US-Panzertransporte rollen gen Osten. Geschätzte Zuschauerschaft, jetzt ist es definitiv. Die USA planen es nicht nur, sondern sie tun es. Die Verlegung von Panzern, schweren Waffen und anderen Militärausrüstungen an die russische Grenze wird umgesetzt. Der US-Verteidigungsminister Ashton Carter bestätigte bei seinem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn von gestern, dass der Transport von schweren US-Waffen in 7 osteuropäische Länder definitiv zustande komme. Ashton Carter ist erst seit 4 Monaten Verteidigungsminister der Obama-Regierung und absolviert gerade den ersten Europabesuch seiner Amtszeit. Die bisherige Reise Carters hinterlässt allerdings bereits eine besorgniserregende Spur von Drohungen und kriegstreibenden Provokationen. Während er in Tallinn die Stationierung schwerer US-Waffen im Baltikum verkündete, drohte er in Berlin mit den Worten: Wir werden uns Russland entgegenstellen. Deutlich lobte er zudem die Russland-Sanktionen, die die EU am vergangenen Montag, ohne nähere Gründe anzugeben, verlängert hatte. In Münster kündigte er an, die USA würden auch die sogenannte NATO-Speerspitze, eine neue, hochmoderne NATO-Blitzarmee mit künftig bis zu 40.000 Soldaten, massiv mit Waffen, Flugzeugen und Soldaten unterstützen. Russland müsse abgeschreckt werden und Deutschland komme dabei eine besondere Rolle zu. Wladimir Putin müsse aufgezeigt werden, dass er nur Russland, nicht aber Europa in die Vergangenheit zurückführen könne. Russland stelle eine große Gefahr für Europa dar. Meine Damen und Herren, Ashton Carter schürt mit seinem ersten Europabesuch den Konflikt gegen Russland auf einem neuen Level. Seine Kriegsrhetorik kann man nicht missverstehen. Allmählich wird deutlich, warum sein Vorgänger Chuck Hagel auf Obamas Druck hin seinen Sessel nach nicht einmal 2 Jahren Amtszeit räumen musste. Er wollte die Kriegspolitik gegen Russland nicht in dieser Form mitmachen. Die Stationierung von schweren US-Waffen an der russischen Grenze muss Russland genauso dramatisch provozieren, wie russische Panzer in Mexiko die USA provozieren würden. Russland sieht sich durch die USA und die Verbündeten zunehmend eingekreist und kündigte kürzlich an, als Reaktion darauf, das eigene Nuklearprogramm wieder aufstocken zu müssen. Damit kommt eine bedrohliche Dynamik in Gang, die die Hoffnung auf Frieden in Europa dramatisch schwinden lässt. Nur wenn Kriegstreiber wie Ashton Carter auch als Kriegstreiber benannt werden, gibt es für den Frieden noch eine Chance. Ein nuklearer Konflikt mit Russland ist 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges leider wieder denkbar geworden. Helfen Sie mit, Konflikte zu verhindern, indem Sie diese Sendung weiter verbreiten. Guten Abend. Wer verstößt gegen die Schlussakte von Helsinki? Guten Abend und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren auf Klagemauer TV. Dieser Frage wollen wir uns heute angesichts des immer noch andauernden Krieges in der Ukraine widmen. Die Schlussakte von Helsinki wurde zum Abschluss der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am 1. August 1975 von 35 Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten unterzeichnet. Die sogenannte KSZE-Schlussakte ist zwar kein völkerrechtlich bindender Vertrag, jedoch ist sie Ausdruck einer politischen Verpflichtung aller Unterzeichner. Die zentralen Bestimmungen der Schlussakte von Helsinki sind zum Beispiel Gewaltverzicht, die Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte sowie die Gewährleistung einer demokratischen Durchführung von politischen Wahlen. Wenn wir uns nun die Vorgänge in der Ukraine unter diesem Blickwinkel anschauen, sehen wir, dass die ukrainische Putschregierung im Jahre 2014 die Schlussakte in jedem der oben genannten Punkte schwerwiegend verletzt hat. Und dennoch wurde dies nie Gegenstand öffentlicher Kritik von Seiten der sie unterstützenden NATO- und EU-Staaten. Stattdessen wirft der Westen Russland pauschal die Verletzung der Schlussakte wegen Missachtung der Grenzen der Ukraine vor. Russland habe mit der Eingliederung der Krim in verbrecherischer Weise die Grenzen Europas verschoben. Die Schlussakte von Helsinki fordert nämlich auch die Respektierung der Grenzen, wie sie nach 1945 bestanden haben. Offenbar spielt es in dieser Argumentation keine Rolle, dass die Krim 1954 von Russland an die Ukraine verschenkt wurde. Und es spielt auch keine Rolle, dass sich die Bevölkerung der Krim im Jahre 2014 in freier Abstimmung für eine Rückkehr nach Russland entschieden hat. Wir berichteten bereits mehrfach darüber.
Sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, hier sehen wir wieder die Doppelmoral des Westens und die Gefährlichkeit der einseitigen Berichterstattung durch den Mainstream-Journalismus. Jeder verfügbare Sachverhalt, wie zum Beispiel diesmal die Schlussakte von Helsinki, wird verwendet, um einseitig und beständig gegen Russland zu hetzen und damit die vielen Fakten zum täglichen Verbrechen am ukrainischen Volk zu vertuschen. Deshalb braucht es uns alle, die Gegenstimme bekannt zu machen und die wahren Verbrecher zu entlarven. Dann ist die Zeit der Kriegstreiber vorbei. Bleiben wir also wach und vernetzen uns miteinander. Diese Welt braucht uns. Einen guten Abend. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen. Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt.
Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, anderenfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger,
ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.